Gehen wir mal auf die andere Seite. Wo steht's? Ah, da ist nichts. Okay, wir haben hier einen Boss und wir haben da einen Boss. Nee, hier hat man einen Boss. Was passiert, wenn ich in der Mitte gehe? Oh, was bist du denn? Halt, um hier vorbeizukommen, ist eine Zusage nötig. Super. Haben wir jetzt Zeugen Jehovas hier drin, oder was? Du musst einwilligen, der Archivarin Zugriff zu gewähren. Willigst du ein, Zugriff zu gewähren? Es ist wichtig. Du musst diesen Vertrag unterzeichnen. Oh, du kannst diesen Vertrag nicht unterzeichnen. Du hast kein Schreibgerät. Okay, muss ich jetzt erst einen Kuli finden, oder was? Ja, durchsuch das aus. Okay. Also gehen wir erstmal zu dem Boss. Ist ja kein Boss, einfach nur ein Gegner. Ein Springbot, das ist schon mal gut. Das kommt auf mich zu. Ja, komm hier. Zack. Ich will erst noch ein leeres Gefäß. Solange da noch nichts fliegen kann. Die leeren Gefäße erstmal gut. So. So, was kommt da jetzt? Zwei Einser fliegend. Aha, ich will ein leeres Gefäß. Springbord. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sollte ich langsam mal was Gescheites ziehen? Obwohl, einen könnte ich noch. Einer geht noch. Oh, ich habe ja nicht mehr viele. Dann habe ich ja nur noch einer. Ach, du bist auch schon wieder da. Nicht schön. Gut, dann du hier hin. Und du dahin. Was? Gesellschaft! Nein, nicht Gesellschaft, du solltest da nicht hin. Aber der greift jetzt direkt an. Ja, aber da sollte er trotzdem nicht hin, der sollte den anderen kaputt machen. So. Shieldy McShieldbot. Springbot. Da du wiederkehrst, ist mir Wurst. Du kannst gerne da sein. Und ich habe keine Energie mehr. Verdammt. Ja, okay. So, was kommt da jetzt? Oh, Scharfschütze. Der normale. Ja, weil will ich den da. Er macht ein Schild, aber der ist noch nicht da. Ja, das ist gut. Ah, der Doppelschläger kommt wieder. Den mag ich gar nicht. Den Doppelschläger mag ich ja gar nicht. Alarmbot. Ich kann ihn jetzt auch nicht gebrauchen. Springbot kann aber auch fliegend blocken, das ist sehr gut. So. Ja, Schafi McShitz, du musst jetzt leider. Noch keine Ahnung, wie ich das mache am dümmsten. Lass den einfach sogar passieren. Ich mach das jetzt gar nichts. Mag noch nicht. Oh, ich könnte den zerkloppen und dann könnte ich einen zerstörerisch machen. Mach ich aber nächste Runde. Oh, das ist eine gute Idee. Ich habe eine Idee. Also der nächste Runde wird er eh kaputt gemacht. So, der macht jetzt einen zerbrechlich. Stimmt, dann macht er nämlich den hier zerbrechlich. Ah, ist egal, der wird ja eh zerbrochen. Okay, war doof. Wer war jetzt? Achso. Also, Katzi. Ja. Wachdrohne. Ja, komm du da mal dahin. Alarma, komm dahin und gib ihm.
mal, mein Springbart ist wieder da. Mag ihn. Denk leise, sagt Lumi, und du hast ein Ruhes erhalten. Ach nö. Ja, mein. Oh, mein Handy erst. Oh, ja, ein Timer wieder. Kann aber nicht leise denken, Leute. Kann nur laut denken. Jetzt habe ich so aus Versehen ein Spiel gestartet. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte mein... kein Spiel auf dem Handy starten. Ich will meinen Wecker auf dem Handy starten. So. Timer. 5. Halt, der Brunnen. Diese Tür ist übrigens nur offen, weil du im zweiten Kapitel den Schlüssel vom Dings gekriegt hast. Vom Knochen her. Ja. Die Fernbedienung macht alle leeren Felder, deine und die des Gegners, bombenvoll. Und du sollst was trinken von Sly. Prost. Meine Mission? Ziel beseitigen. Kopfgeld abholen. Danach vielleicht ein kleines Unternehmen aufziehen. Eine Frühstückspension. Irgendetwas Nettes. Mich niederlassen. Eine Partnerin finden. Ein paar Kinder herstellen. Alt werden. Das Geschäft an meine Kinder übergeben. Zufrieden mein Lebenswerk dahin rosten, im Kreise meiner Familie. Doch zuerst Ziel beseitigen. Ja, in so einer Roboterwelt ist das alles viel einfacher. Kann man vor sich hin rosten und Kinder muss man nicht mühsam aufziehen, die kann man einfach bauen. Und wahrscheinlich will sie Nerven einfach verschrotten. Genau. Ja, das war unser Scharfschütze. Tja, die Karte siehst du nicht mehr wieder. Hm.
Ich werde meinen künftigen Kindern von diesem Augenblick erzählen. Irgendwann werden wir zusammen draußen lachen. Werden wir zusammen darüber lachen. Wo hast du das her? Ich darf wieder. Wie nett. Wo bin ich hier? Wie? Ach, bei ihm. Du hast mich hier gefunden. Du willst also so mehr will. Du hast mich hier gefunden. Du willst also mehr leisten. Ich habe gründlich über die alten Damen nachgedacht. Ich werde meine Erkenntnisse preisgeben, aber du darfst sie nicht aufzeichnen. Okay. Aufzeichnung beendet. What the fuck, man? Das ist alles, was ich weiß. Hi. Heilige Kuchenbrunnen. Ja. Ja, das denke ich mir auch. Heilige Kuchenbrunnen. Ja, heilige Scheiße. Das hast du jetzt erfahren. Alles, aber du durftest es leider nicht aufzeichnen. Dementsprechend weiß ich es auch nicht. Super. Ja, du siehst ja hier quasi die Aufzeichnung. Du hast eine wunderbare Schreibfeder mitgebracht. Bitte unterschreibe hier, dass du einwilligst, Zugriff zu gewähren. Danke, vergiss diese Vereinbarung nicht. Schön, wenn man sie doch vorlesen darf. Gegenstände auf 100% aufgeladen. Wurzerzeugung zu 100% abgeschaltet. Da ist er, der Überbot, den du suchst. Diese idiotischen Bibliothekaren verehren ihn, während er hier völlig verdreckt herumgammelt. Bereit, ihn sauber zu machen? Arschlecken, ich bin doch nicht zum Putzen hier. Doch. Doch. Oh, sieh mal, es ist Bosszeit. Entpacke, Archiv, Arin. Ah, Archivarin. Oh, ich dachte, es meint, oh, ist das doof. Zip. Wende Persönlichkeitsmatrizen an. Bereinige ein paar temporäre Dateien. So, los geht's. Na, schön groß. Falls du es noch nicht vom Titel meiner ZIP-Datei abgeleitet hast, ich bin die Archivarin. Ich warte sehnlichst auf die Gelegenheit, deine Festplatte zu erkunden. Ich habe aber keine Festplatte. Weißt du, Dateien und Verzeichnisse sind mein Spezialgebiet. Und doch, du hast deine Festplatte. Und das nennt sich Hirn, was ich hab. Oh, was ist das? Tote Byte. Wenn eine Karte mit diesem Siegel stirbt, wird eine Datei platziere, bringt von der Dateigröße Schaden auf der Waage. Oh. Das finde ich aber nicht schön. das ist gar nicht schön. Wie soll ich denn das machen?
sie besiegen. Ja, bin ich gerade am überlegen, wie. Machst du ein Vieh fertig? Ja, dann mache ich mir ja selbst Schaden. Nee, nee. Wie viel bin ich jetzt? 3. Okay, einen nehme ich. Möchte den Armeegott da drauf haben, der einem Schild gibt. Okay. Nicht schlecht. Warum hat er jetzt zurückgeschossen? Achso, weil er auch angreifen darf. Okay, stimmt. Ja, dann hier, der da. Ein leeres Gefäß habe ich, habe einen Springbot, ja, dann möchte ich eine normale Karte. Ein Bombenmesh, das ist ja schön. Möchte ich den Springbot, möchte den Bombenanhefte. Hier. Ja, lassen wir mal so. Gib dem mal bitte eine Bombe. Möchte wieder ein leeres Gefäß. Oh. Gut, dann kommt hier mal der Grizzly raus. Packen wir den Grizzly aus. Wachtrohne ist gut. Achtrohne ist gut. Die Wachtrohne möchte ich gerne hier hinpacken. Den Doppelschützen möchte ich. Ah, den Doppelschützen kann ich erstmal nicht. Du hast okay. Nicht mehr genügend Energie. Ja, ist kein Problem, dann mach ich erstmal so. Oh, ich hätte früher danach fragen sollen. Du wirst mir Zugriff auf deine Festplatte gewähren müssen. Würdest du bitte einwilligen? Ich versichere dir, es wird nichts Schlimmes passieren. Nein? Ach, egal wo ich hinklicke, ist es ja. Ah, wie fies ist das denn? Gib zu, du hast Angst, dass es auf deine Bilder kommt, für den Kalender. Hier kommen deine Originaldateien. Ich hoffe, niemand sieht zu. So, nun empfehle mir eine beispielhafte Datei. Und berücksichtige ihre Größe. Weiter? Ihre Abmessung und ihre Masse. Wirklich? Der greift jetzt gerade auf meine Festplatte zu? Ja. Wähle eine Datei aus. Ach, Goofy und Max. Ja, MP für MP. Das ist nur 1 Megabyte, ist aber nicht groß. Weiß ja nicht, was er will. Ob er groß was oder klein großes will. Großes hat er doch gesagt. Er will wirklich was Großes. Schlag ihm ein Video vor. Das sind KB-Dateien. Oh, das ist eine gute Frage. Das ist ein Video. Also oh, warte mal. Ich könnte eine Stream aufzeichnen. Ich wollte gerade sagen, das könnte ich auch tun. Das bin ich gerade unterwegs. Ich muss wieder zurück. Ich muss zu H. Ja, nehmen. Gerendertes. Da. Knockout CD. Die sind groß. 3 GB. 13 GB. So. Na, sowas. Diese Datei, sie ist... Ich möchte sagen, sie ist kolossal. Bravo. Wähle einmal deine Datei.
Ganz besonders kommt es auf die Dateigröße an. Willst du mich jetzt ärgern? Keine Ahnung, nimm halt noch was Gerendertes. Nimm mal hier. Ich hab aber nichts so Großes. 40, oh, 40, 9, ne. Ich hab Angst, dass wenn ich die größere, was Größeres nehme als das gerade eben, dass ich voll gelitten hab. Nimm was Kleineres. Ich nehm hier. Ich nehm Inscription selbst. Ich nehm die 9 GB Inscription. Was, wie groß war die andere, die ich dir gegeben hab? Weißt du noch eine? 14. Nimm ich die. Ausgezeichnet, sie ist gewaltig. Okay. Was tut es? Ich wähle eine Datei. Jedoch sollte sie ganz besonders sein. Wähle eine Datei, die dir sehr am Herzen liegt. Und die ein gewisses Alter besitzt. Alter? Ja, wähle irgendwas, was dir am Herzen liegt. Irgendwas Altes. Dann hier die Drachenfrucht. Ey, wenn die dann weg sind, dann kotze ich. Was hab ich denn hier drin im neuen Ordner? Das ist Musik. Nee, da will ich nicht. Nehm ich halt wirklich was von hier. Ich nehme. Was soll man hier? Nimm mal Duct Tape Dummy Aufnahmen. Das sind Aufnahmen, wo ich meinen ersten Duct Tape Dummy gemacht habe. Ich weiß halt nicht, welche ist. Oder habe ich sogar eine Movie-Datei davon? Ne, die will ich aber nicht, wenn die weg ist. Ich nehme jetzt einfach mal die 20. Ich weiß nicht. Hat er die gerade kurz gezeigt? Ja. Diese?